Hallo, das ist Boris aus Deutschland. Wir kümmern uns heute um die Brücken. Viele der Brücken in Deutschland sind marode und tragen nur noch das Prädikat befriedigend. Ganz viele von denen müssen ersetzt werden bzw. saniert werden. Der Bund hat ungefähr 40.000 davon jetzt in einer Liste aufgestellt, wovon bereits 1.300 in Bearbeitung sind. Alleine von den Autobahnbrücken sind es ungefähr 4.000 Brücken, die saniert werden. Saniert werden heißt teilweise ganz sperren oder durch eine kleine Umfahrung wieder befahrbar machen. Wo sind wir denn hier gerade und was passiert hier gerade? Wir sind hier in Berlin an der Tegeler Brücke und hier wird ein Ersatzneubau von einer Straßenbrücke durchgeführt vom Wasserstraßenneubauamt Berlin. Und ich bin Sachbereichsleiterin und mein Projektleiter, Herr Kurz, der organisiert das hier alles. Wir haben Bauaufseher hier draußen und eine Baufirma hat den Bauauftrag bekommen und baut das jetzt die Baustelle dauert ungefähr 3 Jahre. Und im August diesen Jahres soll der Verkehr dann wieder über die neue Brücke führen. Dann sind wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig. Naja, das kommt immer natürlich auf die Situation drauf an. Hier an der Brücke ist so viel Verkehr, 20.000 Fahrzeuge am Tag, dass eben eine Behelfsüberführung her muss, der Verkehr nicht unterbrochen werden kann. Das bedeutet im Prinzip, dass man 2 Brücken bauen muss, erst die Behelfsbrücke und dann die richtige. Und das geht natürlich ins Geld und auch in die Zeit. Ne? Also wir brauchen dann hier schon 3 Jahre allein für die Bauausführung, aber auch mit der entsprechenden Vorbereitung, der Planung, der Abstimmung, die Leitungsbetreiber, die hier alle in den Brücken drin sind, das muss ja alles mitgenommen werden. Sind wir schnell bei 10 Jahren. Die so ein Projekt dauert. Wie sieht es denn da im Moment aus in Berlin? Wie viele muss man sanieren? Worum geht's? Ja, Berlin hat ja fast 1.000 Brücken. Das sind also ungefähr doppelt so viele wie in Venedig. Das wissen die meisten gar nicht. Und wir haben halt mit den Brücken die gleichen Probleme, die wir bundesweit haben, insbesondere mit den in den 1960er und 70er Jahren errichteten Spannbetonbrücken. Die haben halt bautechnische Probleme, sodass die vorzeitig ersetzt werden müssen. Und dadurch haben wir im Moment richtig viel zu tun im Brückenbau. Jetzt ist ja in Deutschland sind ja so einige Brücken müssen instand gesetzt werden. Wissen Sie, wie viele das sind und wie geht man da zu Gange? Also es sind sehr viele Brücken im Augenblick. Die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich weiß nur von Bundesfernstraßen, dass es rund 8.000 Brücken bis zum Jahr 2030 sein werden, die ersetzt werden müssen. Hintergrund ist, man nennt das Betonkrebs, eine chemische Reaktion im Beton. Die Brücken, die so in den 70er, 80er Jahren gebaut wurden, zum Teil jetzt schon im Zustand sind, wo sie ersetzt werden müssen.